Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hightails. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute vergleichen wir das neue HTC One S mit dem ebenfalls neuen HTC One X. Beide Geräte sind Mitglieder der neuen One-Serie von HTC und sie sind sehr, sehr leistungsstark, wie man gleich in den Tests sehen wird. Und wir werden jetzt ein paar Benchmark-Tests durchlaufen lassen, uns den Browser der beiden Geräte anschauen und auch mal das Display miteinander vergleichen. Ich habe das Gerät davor neu gestartet und wir werden jetzt mal alle Apps aus dem Speicher werfen. Sehen wir jetzt, wir haben bei dem HTC One X einen etwas größeren freien Speicher. Das ist jetzt, soll jetzt aber nichts heißen. Und als erstes werden wir mal den wohl beliebtesten und bekanntesten Benchmark, nämlich den Quadrant Standard Benchmark, durchlaufen lassen. Wir sagen One Full Benchmark und los geht's. Nur nochmal zur Info, in dem HTC One S arbeitet ein Qualcomm Snapdragon S4 Quad Prozessor, also schon ein sehr, sehr neuer. Das ist ein Dual Core Prozessor mit 1,5 GHz je Kern. Und in dem HTC One X, das etwas größere Modell von den beiden, arbeitet ein Nvidia Tegra 3 Quad Core Prozessor mit 1,5 GHz. Also beide haben die gleichen Taktfrequenzen, allerdings handelt es sich hier um ein Zweikerngerät und hier um ein Vierkerngerät. Wir haben überall 1 GB an RAM und beide Geräte laufen auf Android 4.0.3 mit HTC Sense 4.0. HTC One X ist jetzt fertig, das HTC One S ebenfalls. Und hier haben wir jetzt schon die Werte. Das HTC One S hat einen Score von 4801 Punkten erreicht. Hier sehen wir auch nochmal andere Modelle. Das Samsung Galaxy Nexus zum Beispiel oder das Samsung Galaxy Tab. Hier sehen wir auch nochmal die detaillierte Ansicht. Und das HTC One X hat 4773 Punkte erreicht und hier unten auch nochmal die detaillierte Ansicht. Man muss dazu aber auch sagen, das HTC One X hat das größere Display und eine höhere Auflösung. Bei dem HTC One S kommt nämlich nur ein 4,3 Zoll Super AMOLED Display zum Einsatz mit einer QHD Auflösung, sprich 960x540 Pixeln und das Ganze nur auf einer Pixeldichte von 256 Pixeln per Inch. Und bei dem HTC One X kommt schon ein Super LCD 2 Display zum Einsatz, das sind 4,7 Zoll mit einer HD Auflösung, sprich 1280x720 Pixel und das Ganze auf einer Pixeldichte von 312 Pixeln per Inch. Deswegen musste das HTC One X natürlich etwas mehr berechnen, aber dennoch sind beide Geräte sehr leistungsstark. Jetzt lassen wir nochmal den AnTuTu Benchmark durchlaufen. Wir gehen mal hier oben auf Test. Start-Test und los geht's. Beide Geräte haben wir natürlich wieder gleichzeitig gestartet. Damit das auch fair bleibt. Der AnTuTu Benchmark finde ich immer ein bisschen besser als den Quadrant Standard, denn er ist ein bisschen aussagekräftiger und auch ein bisschen detaillierter. So, wir sind jetzt hier schon bei 42%. Gleich kommen die Grafiken. Beide Geräte sind genau am selben Punkt. Bei dieser Grafik hat das One X etwas mehr Frames, aber auch nur minimal.
Und hier hat halt dann das HTC One S mehr Frames. Gleich ist der Test zu Ende und dann schauen wir uns auch mal die Ergebnisse an. So, hier haben wir jetzt die Ergebnisse. Das HTC One S hat einen Score von 6.976 Punkten erreicht. Hier sehen wir auch nochmal die einzelnen Abschnitte. Und das HTC One X hat einen Scorewert von 10.331 Punkten erreicht. Und hier sehen wir ebenfalls mal die einzelnen Abschnitte. Und man sieht auch schon, dass der RAM sowie die CPU bei dem One X natürlich besser abschneiden. Und beide Geräte, hier sieht man es auch nochmal, 1,5 GHz. Wir werden uns das mal in der Scorechart anzeigen lassen. Da sehen wir jetzt, wir hatten eben einen Wert von 6.100 Punkten und ein bisschen was. Und das reiht sich also hier ein bei dem Galaxy Note. Und das One X lädt noch ein bisschen, ist jetzt aber auch fertig. Und hier bei dem One X hatten wir einen Wert von etwas über 10.000. Das reiht sich also bei dem Transformer Prime ein, was ebenfalls ein Tegra-3-Gerät ist. Und wir wischen einmal rüber. Das One X, sehen wir jetzt hier, ist etwas stärker als das Galaxy Note. Und das Transformer Prime von Asus ist jetzt gerade etwas schneller als das HTC One X. In anderen Testergebnissen habe ich aber auch schon gesehen, dass beide Geräte etwas mehr Punkte erreicht haben und das One X war dann sogar noch etwas schneller als das Transformer Prime. Also da ist bei beiden Geräten auch noch natürlich mehr drin. Das war auch bei dem Quadrant Standard so. Und wenn man jetzt mal hier durch die Homescreens scrollt, sieht man von der Leistung her keinen Unterschied, obwohl bei dem One S nur ein Dual-Core-Prozessor zum Einsatz kommt. Aber man merkt es halt nicht, weil er super schnell ist. Und wir gehen nochmal kurz in die Galerie, um das Display zu vergleichen. Und lassen mal dieses Video hier durchlaufen. Das ist von dem Xperia S jetzt. Ungefähr gleichzeitig gestartet ist das jetzt. Wie gesagt, bei dem One S kommt ein AMOLED, Super AMOLED Display zum Einsatz und bei dem HTC One X ein Super LCD 2 Display. Und man sieht auch schon, die Farben sind bei dem One S etwas knackiger und dunkler. Die Weißwerte werden hier auch etwas besser wiedergegeben, sowie auch die Schwarzwerte. Ja, und dann ist auch das Video schon fertig. Wir schauen uns auch nochmal kurz das Album an. Und da sehen wir auch, die Schwarzwerte sowie die Weißwerte werden bei dem One S etwas heller wiedergegeben. Und Schwarz halt wirklich, ist halt wirklich schwarz. Das finde ich am AMOLED-Display auch immer sehr, sehr toll, dass die Farben so knackig sind. Man muss aber allerdings jetzt sagen, wenn man beide Displays jetzt so vor sich liegen hat, sie sind beide sehr, sehr toll und man muss für sich auch entscheiden, welches Display denn besser ist.
Hier sieht man, das Grün ist etwas dunkler als hier. Ich finde beide Displays wirklich toll. Und von den Displays her muss man halt selber sehen, was da einem nun besser gefällt. Ja, und zu guter Letzt bleibt dann natürlich nur noch der Browser übrig. Wir starten mal das Internet, sind auf der Google-Website angelangt und gehen natürlich erstmal auf unsere Website jetzt, nämlich hightails.de. Könnt ihr übrigens auch mal machen, wenn ihr gerne News über Android, Tablets, Smartphones und so weiter lesen möchtet. Das One X ist schon angelangt, das HTC, ja, beide Geräte sind jetzt angelangt, das One S und One X haben auch schon fertig geladen und wir können jetzt hier schon komplett flüssig bei beiden Geräten scrollen. Pinch to Zoom funktioniert ebenfalls bei beiden Geräten super. Die Seite wird angepasst und es sieht wirklich super aus auf beiden Geräten. Super schnell. Es funktioniert hier ohne Ruckler. So muss das auch bei einem High-End-Smartphone sein. Und man sieht, der Text in Schwarz wird auch sehr, sehr gut rübergebracht. Die Weißwerte im Hintergrund ebenfalls sehr, sehr schön. Wenn man aber allerdings etwas näher rangeht, kann man Pixel erkennen. Ich weiß nicht, ob man das bei der Kamera jetzt auch erkennen kann. Und bei dem One X sieht das etwas gräulich aus. Man kann allerdings keine Pixel erkennen, weil halt die Pixeldichte bei dem One X höher ist. Das ist bei dem One S etwas schade, dass man wirklich mit dem Auge Pixel erkennen kann. Das hätte HTC, denke ich mal, besser machen können. Aber so von der Leistung her sind die Smartphones wirklich beide sehr, sehr schnell, komplett flüssig und im Browser nehmen die sich wirklich nicht viel. Und auch so von der Bedienung sind sie, wie ihr vorhin gesehen habt, rasant schnell. Das war der kurze Vergleichstest dieser beiden High-End-Smartphones von HTC und ich muss sagen, das HTC One S hat sehr überrascht mit dem Dual-Core-Prozessor und es kostet natürlich 100 Euro weniger, nämlich nur 500 Euro und das HTC One X 600 Euro und deswegen ist es natürlich auch eine Überlegung wert, das vielleicht das HTC One S zu nehmen. Wenn ihr jedenfalls die Wahl zwischen diesen beiden Geräten habt, würde ich das HTC One X bevorzugen, da es einen Quad-Core-Prozessor hat und halt auch die bessere Grafikeinheit. Und ja, dennoch ist das HTC One S sehr, sehr schnell. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert uns, schaut auf unseren Kanal vorbei, denn da gibt es noch weitere Videos von diesen Geräten oder auch von anderen Geräten. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!